der Sonne, herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Ah, brandneu nicht, aber zu einer neuen Folge. OMSI, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns auf der Map Spitterberg und werden die Linie 300 fahren mit dem Mercedes-Benz O405 N2 von Julian. Genau, mit dem hier. Fahren wir, weil wir in der vorigen Folge ja schon auf Berlin in Mercedes gefahren haben, wollen wir heute auch noch mal in Mercedes fahren. Habe ich nämlich so beschlossen. Ja, wir fahren die Linie 300 Richtung Oberhofsberg. Sollte so ziemlich genau eine Viertelstunde uns in Anspruch nehmen und damit mir wieder eine Folge mehr für euch zu haben. Noch eins und dann den hier. Oh, will niemand weiter mitfahren. Traurig, traurig. Dabei habe ich mich doch so nicht vorstellen können. Komm mal schon gut zu. Kollege fährt weg. Schlecht. Da fahren wir dem doch gleich mal hinterher. So, perfekt mit Augenmaß, nichts mitnehmen. Nächste Haltestelle, Getreidefabrik Kroll und Söhne. Bitte, das ist geklappt. Kommen wir noch bestimmt zurück. Wie schon gesagt. Ich will zurückfahren. Hey, ach scheiß drauf, bleib mal so stehen. Schieß Englisch. Ja, seht ihr hier? Warum fährt der Gottverdammt nochmal vorwärts? Hey, der fährt jetzt gleich vorwärts. Wir haben aber hier die Linie. Sehen, wie die alle hier jetzt nach außen. Und dahinter war noch der Flughafen. So, sicher aussuchen. Mehr oder weniger. Weniger als mir. Ich scheint ja der Stau zu sein. Jetzt bin ich gerade am Zug durchgefahren. Ihr habt mich gesehen, ihr kommt nur ganz selten ein Zug. Und ich habe euch nicht gezeigt. Schande über mich. Halt. Ich bemühe mich ja hier keine Beleidigungen. Nur meine Bösen der Bund zu kriegen. Nervous. Ja. Dafür, darunter muss natürlich jetzt mein Fahrstil leiden. Weil ich hab mich so verletzt. Oder irgendwas muss ja dann leiden. Und da hab ich schon 80 drüber ab. Ja? Das ist aber eng. Scheiße, Fahrer, ich kann nicht sehen. Unschwer zu erkennen. Natürlich hier perfekt, so die hintere Tür kann gar niemand aussteigen. So, fahren wir Pfeife da vorne gleich mal hinterher. Warum ist hier so eine gute Beschleunigung? Können wir das mal jeder verraten? Zieh, Junge! Los! Nächste Haltestelle, Baggersee. Baggersee. Jetzt bremst die Pfeife, ne? Ich kann noch der Typ hier vorne. Na, ich verhübsch noch mal. Gott, oh Gott. Logisch, die wollen natürlich alle mit dem mitfahren. Das haben wir natürlich hier super. Wenn ich frei wäre, würde ich den ja überholen. Das ist frei. Na, scheiße. Mann, oh! Was soll das Scheiße? Hals. Nächste Haltestelle: Mülheimsberg, Alpenpass. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 19 und 20 in Richtung Busbahnhof Öfterstedt.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Tarifzonengrenze mit dieser Haltestelle überschreiten und somit ein neuer Fahrschein genutzt werden muss. Schön, dass Sie das stehen. Wahnsinn, weil der Typ da vorne uns die ganzen Fahrgäste geklaut hat. Ja, jetzt kannst du ruhig mal fahren, mein Großer. Dankeschön. Wegen der Fall wird vorne bin ich wieder zu spät. Ach nee, jetzt stehe ich hier wieder. Schick, guck mal, wie voll den sein Bus ist, ne? Manu. Und ich komme mit dieser leeren Dreckskniffe hier an. Ach Mann, was ist das Scheiße. Alles kacke Nulle, meine ich. Und das mal verspreche ich mich. Na komm, fahr, wenn die mir schon so. So hängt man professionell als Busfahrer, nämlich den Kollegen an, ne? Damit er das mal gesehen hat. Weil er zeigt euch das jetzt nicht, wenn ihr Busfahrer macht, ne? Busfahrer werden. So wie ich nicht. Deswegen zeige ich euch das jetzt. Großartig. Ein Stopp. Elsterplatz, genau. Oh, das ist geil. Oh, nee. Jetzt habe ich gepennt. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Junge. Scheiße. Toll, wollte ich gerade was erzählen. Seht das, dass ich als Busfahrer nie ablehne. Nie. Niemals. Erzähl doch, was passiert. Jetzt habe ich so blöd, was in meinen Fingern. Mann, oh. Nee! Asozial! Oh Mann, ey! Ja, kurz vor der Angst wechseln die hier rüber. Mann, ey! Arsch! Himmellutscher. Das ist ja direkt nach Lonsema. Ach, halt doch die Klappe dahin. Was hat sie das hier denn? Ich weiß. Klappe, Gisela. Ja, blinke nochmal auf der falschen Seite. Da komme ich rüber und dein Auto. Das mach ja direkt nach Lonsema. Na, Lonsema. Sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Mach ich doch. Ach, mal, das kann ich denen das erklären. So. Okay. Eins weiß ich, auf Spitterberg fahr ich vielleicht nie wieder. Weil die Leute hier so unfreundlich sind. So verdammt unfreundlich sind die Leute in Berlin hier freundlicher. Und das ist schon eine wahre Sahne hier. Die haben ja ihre Eigenarten da. Und ach nee, das regt mich auf. Ampelgrün? Hey, Bullerei, mach mal die Ampelgrün, hab ich gesagt. Dankeschön. Danke, Kollege. Bist ein guter Bruder. Nee, der hält natürlich hier. Ja, komm, fahr, Benz. Nichts für Leute. Nee, da kann ich mich überhaupt nicht aufregen. Sorry, wenn mir da das ein oder andere Fluchwort wieder aus dem... Ja, nächste Haltestelle wäre Sie haben übergangen zu 18 in Richtung Bahnhof. Ich schätze mal, das ist ja nicht so richtig. Wollen Sie dann nicht dran? Was ist denn das hier für eine Kacke mit dem Sound? Mal zu fahren, mal zu fahren, das ist schon viel. Aber was ist denn das? Wie viele
Leute hier drüben mitfahren wollen, die kann ich leider nicht mitnehmen. Die kann ich aber mitnehmen. Spitze Pech. Direction. Hallo. Didi. Guck mal, die Tür geht auf. Hallo. Hey, zu hab ich gesagt. Also. Eine Kurzstrecke, hallo. Bitte. Eine Kurzstrecke will die Frau haben. Meine Eierschecke. Ich bin jetzt wieder richtig getroffen, ich gemerkt, wahrscheinlich. Ich war richtig gut gelaunt. Scheiße. Nein, mein Entschluss steht fest. Hier fahre ich nie wieder. Die Leute sind mir einfach zu unfreundlich. Oder ich fahre einfach hier zu schlecht. Aber eigentlich sind mir hier die Leute zu unfreundlich. Habt ihr gesehen, ich habe in der Kurve nicht einmal Bordstein mitgenommen. Und das soll nicht heißen. Die Map hat ja echt mit Soundbugs zu kämpfen, ist ja Wahnsinn. Das hatte ich aber davor noch nicht, ne? Das ist so verrückt. Student, ich bin kein Student, ich bin noch Schüler. Ne, mir liegt jetzt langsam auf sich. Grüne Ampel. Hokus Pokus, Schnädelwurz weg. Nein, das geht anders. Hokus Pokus, Fiedelbox. Und die Ampel ist grün. Ich hub doch schon. Ja, ich hube. Och Mann. Was war das jetzt? Das kann ich nicht. Alles geht hier in das. Die Brüche. Alles macht kaputt. Ja, danke schön. Wie wär's mit weiterlaufen? Sehr freundlich. Ich mach euch fertig. So, ja, knien wir uns sogar mal hin für die Leute hier. Eine Kurzstrecke bitte. Ein Stamm, ich hätte schon besser gewusst. Wollt eigentlich eine Fahrkarte kaufen? Ja, halt die Klappe, ich brauch mal, ich muss die Taste noch finden. Ah, oh, das hat sich wieder gut. Cool, der Euro. So, da ist ein Schrauz. Dankeschön. Alte Fresse! Ne, jetzt rasch ich gleich aus hier. Ich renne mit meinem Computer, das ist schon mal seltsam. Macht doch was gut, das. Das ist schon ein. Das ist der Schuhmacher, ja? So, jetzt haben sie gut. Der Schuhmacher. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen. Komm, lass ja, das nächste Halbstelle zu ziehen, falls es nicht auf jeden Fall von jemandem interessiert. Ja, mir ist alles. Jetzt geht's hier los. Ja, fällt der schlecht aus. Alte Stelle. Und da will ich mal jemand aussteigen. Also irgendwas muss denen an meinen Fahrstil gefallen. So, jetzt hab ich die Taste noch gefunden. Oh, Scheiße. Was ist hier? Ah, da war man. So, Gas geben. Überbuchsburg, Rathaus ist da. Ist da ein Schild? Da.
Nächste Haltestelle, Oberhofburg von Ringstraße. Nächste Haltestelle, Oberbruchburg-Schleife, Fabriksgelände. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Nächste Haltestelle, Oberbruchburg, Fabriksstraße. Nächste Haltestelle, Zinnstedt. Nächste Haltestelle, Oberbruchburg, Rathaus, Ortsmitte. Oi, 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 oi. Das wäre voll lustig, wenn jetzt hier schläft. Ja, das jetzt fahr ich wieder um. Der fährt doch runter nicht. Und natürlich, wenn ich es drauf habe, hole ich doch das ganze 30 auf. Und der kann. Ich fahre, wird wohl nichts. Zum Beispiel mit dem Alten Düsseln hören wir an. Oh, komm ran, ey. Oh, ich hab schon überzogen. Ja, das mit dem ordentlich fahren wird wohl dann nichts mehr. Ich bin zweirädriger Fahrer. Busfahrer gesehen, der so gefahren ist. Also bei uns in Leipzig gibt es das ja en masse sowas. So. Ja, komm, komm, dankeschön für die Auswertung. So, ne, Freunde, und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen, auch wenn ich jetzt zum Ende hin nicht sonderlich gut gefahren bin. Aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder nicht auf dieser Map hier. Ja, und ich darf euch nächstes Mal wieder begrüßen, wenn es heißt, euer Captain fährt um sie. Dann sag ich mal, auf Wiedersehen.